Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Bei den letzten Experimenten, wo wir diese Mini-Kugel auf Sachen gelegt haben, hatten wir das Problem gehabt, dass die leider zu schnell abgekühlt ist und wir nicht so ein tolles Ergebnis gehabt haben, als wir erwartet haben. Jetzt habe ich mich rumgeschaut und habe so einen kleinen magnetischen viereckigen Würfel gefunden. Der ist ein kleines Stückchen größer als die Kugel, das kann man wunderbar sehen. Also ich würde schon sagen, der hat fast das doppelte Volumen als diese Kugel hier. Da würde ich sagen, das wird auf jeden Fall länger glühen als diese Kugel und wir werden damit sehr, sehr viel Spaß haben, Freunde. Ja, ich will auch nicht lange schnacken, wir werden das Ding jetzt anheizen und dann geht's auch schon los. Wow, das sieht aber wunderbar aus. Ja, Freunde, ich habe jetzt beide Objekte einmal zum Glühen gebracht. Jetzt sehen wir auch schon, wie das langsam wieder runterkühlt. Und was wir sehen, diese beiden Objekte sind nicht mehr magnetisch. Und das ist jetzt eure Aufgabe, im Internet, im Google, irgendwo rumzustalken, um zu schauen, warum diese beiden Dinger jetzt, nachdem sie einmal geglüht haben, nicht mehr magnetisch sind. Schreibt sie in die Kommentare und die richtigen Antworten werde ich ein Like und ein Herz geben. So Freunde, viel Spaß! Immer komisch, vielen Dank für deinen Kommentar. Ich habe extra ein Original Marshmallow besorgt. Dann werden wir jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir den glühenden Würfel darauf legen. Und auf geht's! Das sah doch cool aus, oder? Mal schauen, ob die hier unten rauskommt. Aber es fühlt sich nicht so an, als wenn sie rauskommen möchte. Da oben steckt sie. Da. Oh, jetzt kommt wieder der Opiat zum Spiel. Ins Spiel. So, erstmal die oberste Schicht. Da ist der Würfel. Na los, komm. Ja, Freunde, der Marshmallow ist ein bisschen geschmolzen. Mal gucken, ob ich ihn da unten wieder rausgepresst bekomme. So, wo ist denn der Würfel hin? Okay, Freunde, das wird wohl eine etwas größere Operation. Da ist er. Da steckt die Kugel. Im Inneren. Ist das eklig? Ist das eklig? Ja. Da ist die Kugel. So, wir haben die Marshmallow richtig auseinandergenommen. Hier riecht es auch schon wieder so richtig lecker. Also so richtig lecker, Freunde. Ja, sehr cool. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Immer komisch. Das war eine Kugel oder ein Würfel in Marshmallow. Wir machen mit dem nächsten Experiment weiter. Also der Creeper hat geschrieben, ich soll eine Kugel auf Cola legen. Ich hoffe, du meinst das so, wie ich das hier gerade mache. Ansonsten korrigiere mich unter diesem Video. Das ging ja mal mega, mega schnell. Ich glaube, wir machen das. Wir machen das nochmal mit ein bisschen weniger Cola. Na, meint ihr, das reicht so? Noch ein bisschen. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob gleich die Cola hier zu Zucker wird, irgendwie sowas. Da passiert ja... Freunde! Ich dachte, da passiert gar nichts mehr. Auf einmal dreht er da hier nochmal ein bisschen durch. Das war wieder zu viel Cola. Ich glaube, das hier, das wird nichts. Das ist viel zu... Nee, das ist zu klein. Ich kann es nochmal probieren. Ja, ich probiere es nochmal ganz kurz. Hier ist jetzt so minimal Cola drin. Das ist schon fast so wenig. Aber ich will schauen, ob wir das hier verdampfen können oder nicht. Letzter Versuch. Wann passiert's? Ah,
Das ist passiert. Eine kleine Schockreaktion. Also mehr als eine Schockreaktion werden wir hier, glaube ich, nicht sehen. Wir machen weiter mit dem nächsten Experiment. Kein Deutsch hat geschrieben, dass ich eine Minikugel auf einen Center-Schock legen soll. Ich habe leider jetzt nur so einen Huba-Buba in meine Tasche gefunden. Ich hoffe, du bist auch damit zufrieden. Wow, das brennt mal geil. Also es war echt eine gute Idee, diesen Würfel zu benutzen, weil mit dieser kleinen Mini-Kugel hätten wir solche Ergebnisse niemals erreicht. Wow, das sieht richtig eklig aus. Mal so richtig. Oh. Stinken tut's auch schon und es blubbert immer noch. Schaut mal, Freunde, sieht der irgendwie cool aus, oder? Genau so ist das stecken geblieben und hat's aber leider nicht ganz durchgeschafft. Ich zieh das Ding mal auseinander. Das ging ein bisschen zu schnell, nochmal langsamer. Okay, also Huba Buba hat... Ah, das ist heiß! Huba Buba hat diesen Würfel überlebt. Wir schauen mal, was denn noch so meine Abonnenten geschrieben haben und dann machen wir mit dem nächsten weiter. 100 Abos ohne Video hat geschrieben, dass wir eine glühende Minikugel in eine Zahnpastaöffnung rein tun sollen. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Ich presse hier gerade, ihr seht, die ist voll. Ich werde das Ganze jetzt fixieren und dann legen wir diesen Würfel da drauf. Das stinkt voll, aber der Würfel ist viel zu groß, um da reinzufallen. Ja, leider hat der Würfel es nicht geschafft, in die Zahnpastatube hineinzudringen. Aber damit ich 100 Abos ohne Video zufriedenstelle, werde ich nochmal die kleine Minikugel zum Glühen bringen und sie dann da reinstecken. Hier ist leider auch nicht viel mehr passiert. Wir machen weiter mit unserem Aqualino. Der Loser hat geschrieben, dass wir eine glühende Minikugel auf ein Aqualino legen sollen. Und wie man sieht, habe ich hier schon ein paar gezüchtet. Das sind diese XXL Aqualinos. Ich nehme mal diesen grün hier. Ihr wisst ja, grün ist meine Lieblingsfarbe. Und ja, dann lasst uns mal den Würfel drauflegen. Aber wie hast du dir das eigentlich vorgestellt, wie ich diesen Aqualino fixieren soll? Schaut mal, wie rutschig das hier ist. Ich habe jetzt hier noch von der Teekerze hier die Hülle. Ich kann den Aqualino mal so rauflegen. Aber jetzt haben wir das Problem, dass der Würfel, denke ich, wenn ich ihn hier rauflege, sofort wieder runterflutschen wird, hin und her und das die ganze Zeit. Aber wir probieren es dennoch aus. Ich versuche den Würfel erstmal ein wenig zu halten. Okay, let's go. Ich hab's schon geahnt, Freunde, der Aqualino, der bewegt sich hier zu viel rum. Ich versuche das Ganze mal hier, ja, jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft. Ich habe ihn jetzt hier so eingequetscht, jetzt kann er sich nicht mehr so viel bewegen. Wir starten den nächsten Versuch. Nächster Versuch. Da ist jetzt leider nichts Krasses passiert.
Außer ein paar ganz, ganz kleine Geräusche waren zu hören. Ich glaube, die werden durchs Mikrofon nicht zu hören sein. Ja, Freunde, das war das Video von heute. Schreibt natürlich eure Ideen in die Kommentare rein. Die besten Ideen kommen im nächsten Video, wenn wir dann mal wieder mit diesen Würfel-Experimente machen. Wenn du natürlich kein Abonnent bist von der Tommy Family, dann möchte ich jetzt dich animieren, kostenlos unser Kanal zu abonnieren und du bist automatisch ein Teil der Tommy Family. Aktiviere natürlich auch die Glocke, so verpasst du keine weiteren Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Tommy.